Ach Freunde, Minecraft PlayStation 4 Bad Book Edition ist also kein Traum mehr, sondern seit gestern, dem 10.12.2019, wirklich pure Realität geworden. Natürlich muss man auch direkt zugeben, es gibt aktuell noch sehr, sehr viele Probleme, Fehler, Bugs, Glitches, was auch immer. Vor allem das Einloggen mit einem Microsoft-Account ist wirklich sehr problematisch. Da werde ich euch heute die ein oder anderen Lösungen zeigen, allgemein mein zeigen, wie man das Ganze überhaupt richtig macht, weil es da auch sehr, sehr viele Probleme gab. Und das ist quasi das erste Tutorial für die Bad Book Edition von Minecraft. Wie gesagt, es gibt noch sehr, sehr viele Probleme. Es war gestern der offizielle Release-Tag, da gehören Probleme dazu. Das war auf jeder Konsole so, ist halt leider so. Aber ja, das wird sich auf jeden Fall verbessern. Vor allem haben wir das neueste Update, die neueste Version. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, was wir da für jede Menge Möglichkeiten ab sofort haben. Zum Thema Server kommen wir auch in einem anderen Video. Allgemein werden jetzt fast täglich neue Tutorials zu dieser Version erscheinen, weswegen sich ein kostenloses Abo auf jeden Fall lohnen soll. Sollte oder dürfte, wenn du neu auf meinem Kanal unterwegs bist, würde mich das sehr, sehr freuen. Heute zeige ich euch auf jeden Fall erstens, wie loggt man sich überhaupt richtig oder wie verknüpft man seinen Microsoft-Account überhaupt richtig mit seiner PlayStation 4-Version hier und was kann man tun, wenn da irgendwelche Fehlermeldungen aufploppen, denn es gibt die ein oder anderen Tricks, um das zu beheben. Ich habe es auch selber schon ausprobiert. Bei mir muss ich sagen, hat alles First Try funktioniert, also ohne Probleme. Und ja, wir schauen einfach mal gemeinsam. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir klicken hier auf mit Microsoft Konto anmelden, wer hätte es gedacht. Und dann ploppt dieses Fenster hier auf. Ich glaube, jeder kann lesen und weiß auch schon, was man da tun muss. Wir müssen jetzt wirklich diese Seite da aufrufen und das nicht mit unserer PlayStation, sondern entweder mit einem Computer, mit einem Laptop oder mit unserem Handy. Einfach mit irgendeinem anderen Gerät müssen wir wirklich 1:1 diesen Link da in unserer Leiste eintippen. Das werden wir jetzt gerade mal auf dem PC kurz tun. So, ich werde das Ganze jetzt, wie gesagt, einfach auf dem PC selber machen. Das heißt, wir tippen wirklich diesen Link da ein, das heißt AK, da ist es schon bei mir praktisch eingespeichert, .ms/remote-connect und dann müssen wir einfach nur Enter drücken und sich wird dieses, oder es öffnet sich dieses Fenster hier und diesen Code, das heißt, wir haben immer noch auf der Konsole dieses Fenster offen und darunter stand ja auch der Code und diesen Code, den müssen wir jetzt einfach hier eingeben. In meinem Fall ist das BACV7CXC. Und dann drücken wir einfach nur auf Weiter. Jetzt müssen wir uns mit unserem Microsoft-Account einloggen. Das heißt, ihr müsst entweder noch einen neuen erstellen. Das sind diese Hotmail.de-Accounts. Das ist auch ganz einfach und auch komplett kostenfrei. Wenn ihr euch einen neuen erstellt, so wie ich das eben gemacht habe, müsst ihr nur beachten, dass euer Gamertag von dem Microsoft-Account einfach wirklich random vergeben wird. Das heißt, ihr habt dann da links gleich unten im Hauptmenü irgendeinen zufälligen Namen stehen, den ihr halt eigentlich gar nicht wollt. Das heißt, wenn ihr euch einen Hotmail-Account erstellt habt, geht einfach nochmal auf xbox.com und erstellt euch auch nochmal, es hört sich blöd an, aber einen Xbox-Account und gebt euch da auch einen Gamertag, den ihr gerne hättet, weil sonst ist das, wie gesagt, irgendwas Zufälliges. Aber ihr werdet es gleich sehen, ich habe noch keinen Xbox-Account, deswegen wird das irgendwas zufällig sein. Deswegen, ich tippe mal kurz meine Sachen ein. So, dann haben wir alles komplett eingegeben und sehen uns dann eigentlich jetzt schon wieder auf der Konsole wieder. So, dann sind wir dann auch schon wieder zurück. Also ich habe das Fenster mit dem Code einfach aufgelassen. Ich habe es nicht geschlossen, also ich habe das Fenster gar nicht geschlossen, sondern halt einfach dem Spiel etwas Zeit gegeben und das Fenster offen gelassen. Und dann ploppt hier so etwas auf. Ihr seht schon oben, Ample Cypress 832. Da denkt man im ersten Moment, hey, WTF, wer ist das? Aber das ist einfach ein zufällig generierter Gamertag auf der Xbox, wie gesagt, weil ich keinen Xbox-Account erstellt habe. Das heißt, man könnte das theoretisch noch umbenennen nachträglich, aber kann man ja auch im Vorhinein einfach machen, indem man einen Xbox-Account erstellt. Jetzt drücken wir einfach auf Los geht's und in meinem Fall hat es jetzt halt auch einfach funktioniert. Also wir können jetzt auf Spielen drücken, wenn ich jetzt theoretisch ja Freunde hätte, es ist halt ein neuer Account, könnte ich denen beitreten, egal ob die auf der Switch spielen oder auf der Xbox oder auf der auf der Pocket Edition und könnte da beitreten. Bei einigen Leuten ist es aber so, dass hier dann irgendwie aufploppt, es ist ein Fehler aufgetreten oder irgendetwas ist schief gelaufen. Da gibt es dann einen kleinen Trick. Entweder funktioniert das Ganze schon, wenn ihr euch einen Xbox-Account erstellt habt, dann funktioniert es in der Regel auch. Oder ihr geht halt tatsächlich in den Minecraft-Store hinein, also falls eine Fehlermeldung kommt, einfach mal auf den Minecraft-Store gehen oder laden halt einfach irgendwas, was kostenlos ist, runter. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Sucht euch am besten einfach hier Minecraft Textur Update Beta. Das ist nämlich völlig kostenlos. Und wenn man sich das dann runterlädt, also wir klicken einmal da drauf und klicken dann hier oben auf kostenlos, und dann wird das wirklich praktisch, ja, hoffentlich auch sehr schnell runtergeladen und installiert. Und sobald man dann das erste wirklich aus dem Store geholt hat oder gedownloadet hat, funktioniert es auch.
Also ich hatte jetzt eben auch schon, ich habe glaube ich schon 3-4 Accounts erstellt. Bei dem dritten hat es dann nicht funktioniert, da kam dann die Fehlermeldung, es ist irgendwas schief gelaufen. Habe mir dann halt dieses Texturenpaket hier runtergeladen, also irgendwas random oder die Skins von Minecraft Earth oder sonst irgendwas runtergeladen. Und dann hat es tatsächlich funktioniert und es ist keine Fehlermeldung mehr aufgeploppt. Das dürfte da eigentlich alles lösen, falls immer noch irgendwelche Fehler auftreten. Man muss dazu auch sagen, es haben über Millionen von Spieler versucht, sich gleichzeitig einen neuen Account zu erstellen, alles zu verknüpfen. Da können natürlich schon Fehler auftreten. Mojang arbeitet momentan daran, das Ganze zu fixen und zu beheben. Deswegen dürfte es in der nächsten Zeit auf jeden Fall funktionieren. Zum Beispiel haben wir jetzt auch schon die Marken. Also gestern konnte man sich keine Tokens kaufen. Jetzt funktioniert das Ganze auch wieder. Ihr könnt ja da trotzdem in die Kommentare schreiben, ob irgendetwas noch schief gelaufen ist, ob irgendwas noch nicht funktioniert. Es ist eigentlich ganz einfach. Microsoft-Account erstellen, also Hotmail-Account. Einfach am besten noch direkt einen Xbox-Account hinterher schmeißen wegen dem Gamertag. Das Ganze verbinden, falls das aufploppt. Einfach mal irgendwas vom Minecraft-Store herunterladen, was kostenlos ist. Und dann dürfte das Ganze auch funktionieren. Ich hoffe, ich konnte euch in irgendeiner Form mit diesem Video helfen. Schreibt wie gesagt weitere Probleme gerne unten in die Kommentare. Die nächsten Tage werden sehr, sehr viele Tutorials kommen. Und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.